Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Oder 2 Die? 2 Die. 7 Days, 2 Die. 2 Die, my friend. My English not so good. 7 Days, 2 Die. Süß-sauer. Oh. Achso, nee, ist nur ein Zombie. Ah ja, so gebratene Nudeln oder das, was wir da letztes Mal hatten. Oh, Ente. Oh. Vor allem, die vegane Ente ist so geil, ne? Ah? Was? Ja, eine Ente von wegen, ey. Aber da können wir echt mal wieder vom Chinesen was holen. So Ente, da hätte ich schon... Oder hier die Eiernudeln, die sind auch so geil. Eiernudeln ja, vom Chinesen. Könnte man mal wieder... Oh! Holen. Ich habe einen Motor gefunden. Okay, das war jetzt nicht so spektakulär. Guck uns mal was ab. Ja, und ich wollte mal schauen. Ich habe mir ein... Oh, ich habe ein Level up. Schon wieder? Schon wieder. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum bei dir nichts passiert. So, meine Wegmarkierung habe ich da hinten gesetzt, aber hier geht auch noch ein Weg lang. Fragwürdig. Really eiskalt, mega cool abgedampft. Hier ist nochmal Nitrat. Und Stein. Was bringt mehr? Gekochtes Fleisch oder Speck mit Eiern? Speck mit Eiern bringt 15, gekochtes Fleisch glaube ich nur 8. Mache ich einmal. Das hat sich gelohnt. Ich habe hier zweimal richtig fette Messingausbeute. Oh, ich kann hier gar nicht Fahrrad fahren. Wollte ja so eine idyllische Fahrradtour machen, aber hier liegt überall Müll rum. Das muss ich aufsammeln. Und ein Rucksack. Rucksack. Nicht so cool. So. Kann ich ja einiges hier schon mal wegbringen. Jetzt bin ich nur noch 4 überladen. Ich habe mal ein bisschen umdisponiert. Mhm. Ich wusste... Oh. Was denn nur? Ich glaube, das ist eine Militärbasis. Hier ist eine amerikanische Flagge und es sieht voll cool aus. Ja? Jo. Soll ich da mal einen Blick reinwagen? Doch. Wenn ich sterben sollte, müssen wir halt meinen Stuff wiederholen. Ne? Wie komme ich da rein? Ja, wir. Du. Wie komme ich denn, wenn ich mich hier hochbaue? Ich will da unauffällig sneaky reingehen. Rahmenformen. Fangen wir 15, ne? So, da ist das Kaffeepulver-Dingsbums. Warte mal, dann muss ich das da mal wieder rausholen. Ein Abstand. So. Mann, was mache ich denn da? Hacke. Ja. Aber was für welche? Das will ich nicht wissen. Oh oh. Knock, knock, having store. Having store. Die Tür ist verschlossen. Das heißt, ich muss Krach machen, um da reinzukommen. Knock, knock. Oh. Ich dachte gerade, ich bin zu fett, um über den Zaun zu springen. Hier sind schon so ein paar Zombies, ne? Ich verschaffe mir einmal kurz einen Überblick, einen groben, bevor ich hier Stress schiebe. Wo geht denn hier die Treppe hoch von dem Kabuff? Die würde ich gerne einmal blockieren erstmal.
Hier ist gar keine Treppe. Ah, hier geht's runter. Oh. Das ist ja praktisch. Oh, die Wache ist vor der Tür. Passt. Ist der schon tot? Der ist schon tot. Der Bogen schießt auch so ungleichmäßig von der Distanz, ne? Das ist doch frech. Ich glaube, die sind alle tot, die da sitzen. Hier kommt auch keine Reaktion. Die Tür hat 5000 HP. You fucking kidding me. Na. Was? Was hast du gesagt? Nix hab's gesagt. Rauschmissam's me. Also diese Treppe hier. Piu. Die ist ja so blöd, ich fall da ständig runter. Die Leiter? Ja. Die ist geil, ne? Nee. Ich finde die auch toll. Egal wie ich runtergehe, ich knall immer runter. Aber du tust dir nichts, wenn du da runterfällst von der Höhe? Ich bin eh kaputt. Ja, bist du eh im Arsch, ne? Ist doch auch egal. Ja. Ich kann einmal hier ein bisschen durchreparieren kurz. So. Knock, knock. Ruf gepfiffen. Ich gehe doch nicht durch die 5000 HP-Tür, wenn die Wand nur 1000 hat. Warum nicht? Ich bin doch nicht bescheuert. Seit wann? Naja, seit eben gerade. Ich hatte einen Gedankenblitz. Jetzt bin ich hell erleuchtet. Ah ja. Ja. Mal was ganz Neues. So, einmal Luki Luki. Ich glaube, man ist jetzt auf mich aufmerksam geworden. Achso, das ist noch draußen. Das ist ein Privatgrundstück hier. Weg da. Im Militärgelände. Was machst du denn da? Oh, ich habe ihr voll zwischen die Augen geschossen. Das hat sie aber gar nicht gemocht. Jetzt ist da offen. Jetzt hat sie es kaputt gemacht. Oh, oh, oh. Wenn das einer sieht. Ich hoffe, das geht nicht auf meine Kappe. So. Ich brauche unbedingt besseres Werkzeug. Oben geht's hier auch. Ist nur ein Rucksack. Achso, die habe ich schon. Ah ja, der hat die jetzt nicht repariert, oder? Hat er die repariert? Oh, jetzt bin ich mir nicht sicher. Nee. Kommt Stufe 2 weg und der kommt her. Ich hab gesagt, du kommst weg. So. Und ein leeres Glas.
Also ich bin hier nicht mehr alleine. Ja, ich schon. So. Das endlich mal wieder Licht hier, ey. Der schießt so ungleichmäßig. Ich komme mit dem Ding auch nicht so klar. So. Boah, der Pfeil, der ist richtig durch ihren Kopf. Und durch sein. Ich habe ihn in den Mund geschossen. Oh, ich könnte hier so viel elektronische Komponenten abbauen. Brauchen wir die? Weil sonst kann ich hier nichts looten. Das ist ja. Was brauchen wir? Ja, ich nehme einfach mal mit Eisen und elektronische Komponenten. Komponenten. Elektronische. Ich kriege die wohl nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich baue das mal einfach ab, weil in dem Raum selber hier gibt es sonst nichts. Und die können mir sonst, die anderen können mir ja schon mal die Tür aufmachen, ne? Weil wenn die auch wieder 5000 HP hat, da habe ich keinen Bock drauf. So. Ja, wir bestimmt gleich. Ist auch nichts hinter. Verhungere. Du verhungerst? Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock nach Hause zu laufen. Dann muss ich mal was essen tun. Ich esse die ganze Zeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Muss ich mal besser essen tun. Dann gehe ich lieber drauf, einmal, dass das von neu anfängt. Die ist gar nicht abgeschlossen, die Tür. Okay, er ist doof, aber er hat mir die Tür aufgemacht. Ey! Jetzt komme ich da hin. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Kann ich die Leichensäcke hier auch durchforsten? Nee, die gelben eigentlich nicht. Nee, nee, geht auch nicht. Oh. Der Mechaniker. So, was haben die denn hier alles so zu bieten? Ja, das nehme ich auch mit. Ich werde mich jetzt sowas von überladen. Das nicht. Kann ich den Jeep auch klauen? Also den LKW? Nee, glaube ich nicht, oder? Das wäre cool eigentlich. Nee, schade. Das wäre echt geil. Weil hätte ich dann bestimmt viel Stauraum. So. Bis jetzt ist hier mittelmäßig geil. Also semi-geil. Also eigentlich gar nicht. Bis jetzt ist die große Beute noch ausgeblieben. Das ist der Bügel genau über der Stelle, wo es mich juckt. So. Hier ist jetzt Regen. Hier auch. Vielleicht in dem Turm oder in dem großen Haus? Ja. Hätte ich mich ein bisschen spät hingehockt, ne? Tut mir leid, Sir. Das nächste Mal ein bisschen sneakiger. So. Braucht ihr das Bett noch? Ich könnte das gut gebrauchen. Was kriegen wir hier? Das hat sich ja gelohnt. Kleines Chemieset mit Blei. Medizinhaufen. Ein Verband. Ein Bücherregal. Papier. Schreibtisch. Ein Hut. Ja! Ich bin für das, was ich dachte, was ich hier finden werde. bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Passiert, ne? Ja, ist ja nicht das erste Mal. Ne? Das Krankenhaus hat mich ja auch hemmungslos enttäuscht. Kommt vielleicht noch. Oh. Und Plastikmüll noch mitnehmen. Riesen Loch hier gebuddelt, ey. Ja.
So. Ich habe hier kurz einen Standpunkt klar gemacht. Mhm. Oh, ich habe ihn tatsächlich mehr getroffen. Oh nein! Hier sind zwei Hunde. Ja, hatte ich vorhin auch. Zwei Hunde und ein Zombie. Aber den Zombie hatte ich nicht gesehen, ey. Au. Oh mein Gott. Das könnten wir einmal zerlegen hier. Kann ich das hier nehmen? Benutze einen Verband, um die Blutung zu stoppen. Verarscht mich. Verband. Fertige? Das ist doch ein Witz. Gut, dann geht das also nicht. Dann hätte ich jetzt noch die Möglichkeit. Habe ich hier noch die Möglichkeit? Nö. Ein Snack essen vielleicht. Was trinken. Und einmal nachladen. So, für den Fall der Fälle habe ich jetzt hier eine Knarre. Mhm. Ich werde sie nur im äußersten Notfall benutzen, aber ich werde sie benutzen. Oh, hier ist eine Tasche. Dietriche. Oh. Ja, hier ist halt noch Zement, aber ich habe dafür echt keinen Platz mehr. Hm. Ungenau. So. Was haben wir denn hier Müll? Blei. Trinkbehälter? Wasser. Ich hab doch hier voll das Loch gebuddelt. Wo ist denn das hin? Vielleicht ist es ins Loch gefallen. Scheiße. Wenn die Zombies nicht aggro auf dich sind, ne? Und du schießt dir mit dem Pfeil bei vollgespanntem Bogen im Kopf. Dann hast du, sind die instant tot. Ich habe hier nochmal 9mm Patronen, Kaffee und eine Dose Nudeln. Wenn du den Kopf auf den Kopf schlägst, explodiert der Kopf auch auf einmal. Ja. Wenn du die richtig triffst, dann sind die auch gleich tot. Ich baue mal hier im Lazarett noch die Betten ab, ne? Die können wir gebrauchen. Spind ist nur Schrott. Spind ist nur Schrott. Ja, und draußen hat mich schon wieder einer gehört. Ich weiß es doch auch nicht, Jasmin. Er hat irgendwas kaputt gemacht an Holz. Könnte sein, dass ich gleich nicht mehr alleine bin. Mhm. Meine Axt. Mach mal hinter mir zu. Ja, diesmal da. Oh, nicht mehr viele Kids-Dinger hier. Okay, die Tür ist verschlossen, wo die durch will. Die Tür ist gleich offen, wo sie durch will. Gucken wir hier noch ein bisschen durch die Küche. Ja, Maismehl brauchen wir eigentlich nicht. Das würde ich notfalls wegschmeißen. Ist noch ein Kühlschrank. Knochen. Hm.
Also bis jetzt sind meine Erwartungen ziemlich hoch gewesen zu dem, was ich kriege. Aber ich habe noch einen Kochtopf, das ist schon mal geil. Ja, das ist gut. Geht das Kochen noch schneller. In den einen habe ich ja auch schon zwei reingepackt. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du mich siehst. Ich verstehe nicht, dass ich nie so eine Punkte kriege, so schnell Level up. Aber du, finde ich irgendwie komisch. Keine Ahnung, habe ich das gelevelt? Dass ich schneller EP farme als du? Geht das? Keine Ahnung. Muss ja irgendeinen Grund haben. Keine Ahnung, kannst du doch mal was anderes sagen? Ich hasse diesen. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, ist okay. Das ist ein. Oh. Geschlossene Gesellschaft. Mhm. Ist er schon wieder drinne? Sag mal, hier krabbelt doch was. Ist das auf dem Dach? Ist auch noch eine Tür? Oh, ein Badezimmer. Ich muss mir so eine Spitzhacke nochmal mitnehmen. Wenn mir sowas hat. Papier. Ich bin voll angespannt, ne? Ich bin mega ruhig und hier ist einfach keine große Action, kein geiler Loot. Action, Action. Action, Jackson. Also bis jetzt ist hier ziemlich magere Ausbeute. Scheinbar hat das Militär alles mitgenommen, bevor die gegangen sind. Okay. Wie komme ich da hoch? Da ist ein Leiter. Mit Leder, Klebeband. Mal gucken, Holz habe ich, Leder, Klebeband. Ja, aber der Leiter ist kaputt. Leder. Also brauchen wir nochmal Rahmenformen. Da machen Klebeband. Wir uns vier. Nehmen wir mal die drei Klebeband, ne? Ja. Ich will mir nämlich eine Eisenspitzhacke bauen. Ja. So, wenn ich's kann. Ach, geschmiedetes Eisen. Wie geht das denn? Eine Schmelze Ei. Kannst du es herstellen. Ein Eisen? Reinschmeißen da oder was? Nee, gehst auf die Schmelze mit E, machst Feuerholz rein und dann tippst du ein geschmiedetes Eisen. Geschmiedetes Eisen, Eisen. Oh, schaff ich doch nie. War das 30, ne? Glaube ich. Kann ich den so ein bisschen unterhalb andocken hier? Nö. Es dauert kurz, aber dann kann ich mir so eine Hacke machen, weißt du? Siehste? Trinken, ja. Okay, den Sprung schaffe ich. Easy Game. Ja, hier hat sich doch was verbarrikadiert. Elektronische Komponente, ein bisschen Metall. Aber mehr kriege ich auch nicht aus den Scheinwerfern raus. Was ist denn hier die Tür? Erstmal bauen wir die hier mal ab. So. Und ein Lämmchen habe ich gekriegt. Mhm. Mhm. Haben die Katzen schon gekriegt? Ja. Nee. Nee? Nee. Ich bin hier gerade, ja, Moment. Achso, die Katzen sind gar nicht da. Ja, die warten bestimmt draußen. Nee. Ja. Ich war ja eben rauchen. Ich meine, ich war eben frische Luft schnappen. Ja, wenn die das Klimpern hören. Da war keine Katze da. Dann ist das schon wieder was anderes. Hier ist ein Zombie gerade durch den Boden geploppt. Ja. Ich habe hier einen Haufen Munition, aber da ist nichts Geiles drin.
Poppenpilzkiste. Ach, auch nur Schrott. Na gut, die Vitamine kann ich mir geben. Lederkoffer. Eine Stufe 1 Pistole. Die Kunst des Bergbaus. Ja, mit haben wir auch schon. Ja. Pistole ist doch egal. Was wir haben, haben wir. Wasserreinigungsmod. Oha, vielleicht geht das dann schneller oder so. Wenn es in deinen Helm installiert ist, reinigt es je... Oh, dann brauche ich kein Wasser mehr abkochen. Toll. Das ist ja... Ja, das ist geil. Cool, ja. Das machen wir doch gleich. Nicht wundern, die Tür geht gleich mal kurz bei dir auf. Verändern. Cool. So, jetzt soll ich noch die Pistole mitnehmen. Maismehl habe ich vorhin weggeschmissen. Pistole rüber. Kann ich hier noch irgendwas... Können wir die Federn zerlegen? Können wir das noch mitnehmen? Lecker. Wir... Dann muss ich halt neue Pfeile bauen, nicht? Weiß ich sowieso nicht, aber... Die Möglichkeit besteht ja. Ja, aber so geil war das jetzt hier nicht, ne? Och Mensch, jetzt hör doch mal auf zu meckern. Naja, es soll ja kein Mini sein, aber... Ich hoffe, dass du überhaupt was gefunden hast, ey. Oh, eine Armbruststufe 1. Ja, siehste. Fernschaden 52. So, jetzt gucke ich mal, dass ich mir hier die Orksbell. Die Hacke, meine ich. Ich kann die aber nicht. Ich weiß nicht, was machen wir denn mit den Blutbeuteln überhaupt? Gar nichts, ne? Behalt mal erstmal. Vielleicht braucht man die später. Trink mal einen Kaffee. Ja, trink mal. So, ich kann jetzt eine machen. Stufe 2. Oh, hä? Da war ich schon drin. Mein Hände nach Tisch. Ja, ich bin durch mit dem Gebäude, ne? Ja, ne. Also. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt hier nicht sonderbar was Gutes gefunden. Ja, mein kleiner Meckerheine. Ja, soll ja kein Mimimi sein, aber. Nee, das, ja. Ja, das, ja. Da habe ich mir. Mehr erhofft, wir haben es verstanden. Bist du sicher? Ja, habe ich denn Pflastersteine? Ich habe doch Pflastersteine, dann konnte ich doch zumindest das Big Mac mitnehmen. War die Reise nicht umsonst. Ja, cool, dann habe ich jetzt so eine Hacke auch noch. Gleich. Für Stein. Dann habe ich soweit. Aber meine Hand ist ja immer noch kaputt, mein Knie auch. Ich bin immer noch infiziert und ich habe Hunger und keinen Honig gefunden. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist ja noch ein Brunnen. Warte mal, warte mal, warte mal. Erfahrungsgemäß wissen wir, dass wir den Brunnen kaputt machen können. Oh, Medizin. Ein Aloe Vera Creme. Oh. Wow. Ich bin ja so geflasht und positiv begeistert von dieser Militärstation. Die hat absolut mein Leben bereichert. Also, ohne die wüsste ich nicht, wie ich weitermachen will. Wow, ich hab nichts doppelt. Wie heißen diese Gitter, die du da gemacht hast an dem Fenster? Stäbe. 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 Ah, Stäbe. So, ich durchsuche jetzt noch den Müll und dann komme ich schon mal nach Hause, wa? Taschen leer machen. Ah, können wir mitnehmen. Und diesen ganz kleinen Mini-Kapuff hier, da fahre ich auch nochmal eben rein. Hä, hier gibt's wirklich? Das bei mir nicht. Hier keine Stäbe. Stäbe. Ja, finde ich nicht. Guck mal unter, oh, guck mal unter Stäbe. Hab ich schon. Nix. Na dann, nein. Lust. Warte, man muss das bei Bauen gucken oder bei Haus? Ich habe das eingegeben bei den Rahmenformen. Die ich immer baue, die ganz normalen, die nicht Holzrahmenformen. Ja, hier steht Holzform.
Nein, nicht Holzform, nur Rahmenform. Ja, Rahmenform. Und wo gebe ich das dann ein? Hast du eine gebaut? Warte. Ja. So, jetzt nimm die mal in der Hand. Ach so, nee, ich. Aber nicht platzieren, nur in der Hand nehmen. Nee, ich muss warten, weil der gerade was fertig macht. Ach so. Kurz 20 Sekunden warten. Doch, ich muss eigentlich nur in die Richtung. Um mein Bett. Ja. Genau, dein Bett muss so. Ich hab noch ein Hühnchen. Ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Jasmin. So, jetzt drücke ich darauf oder was? Hast du ausgewählt? Ja. Scheiße. Hab ich? Kann das Hühnchen gar nicht mitnehmen. Verlegen oder was? Nein. Jetzt gehst du, wenn du es ausgewählt hast. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Wenn du es ausgewählt hast, dann hältst du R gedrückt. Hä, wie jetzt? Ich hab da, bin da jetzt nur drauf geklickt. Genau, du hast ihn nicht platziert, ne? Du hältst ihn noch in der Hand. Nein, ich bin hier in meinem Inventar. Ach so. Soll ich den nehmen? Ja. Sag das doch. Ja. Ja, ich habe noch nichts gemacht. Gut, wenn du den in der Hand hältst, dann hältst du R gedrückt. Hm? Und jetzt das oben in dem Zahnrad. Shape. Ja. Und dann drauf. Genau. Und jetzt bist und R loslassen. Ja, jetzt bist du in dem Baumenü. Ah. Ach, muss ich das noch selber bauen? Und da kannst du jetzt eingeben Stäbe. Ja, das ist ja das Geile an diesen Rahmenformen, die ich baue. Ah, Geländer. Nein, nein, alles gut. Da kannst du jedes Muster bauen. Aus diesen einen Würfel. Ja, ja. Und dann, wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich das da drin. Einmal anklicken und dann drückst du Tabulator-Taste. Welche ist das? Beide links, rechts. Ah. Oh. Und jetzt kannst du das mit linker Maustaste drehen. Ja, das habe ich gerade falsch gemacht. Das habe ich mir gerade gedacht. Ah, sei ruhig. Lass mich in Ruhe. Ich habe es aber lass geschafft. Lass mich in Ruhe. Ruhe. Ah, ich bin hungrig, Jasmin. Ich habe Hunger. Ich muss einmal kurz absteigen und Rast machen. So. Gar nicht so, wie ich das macht will. Auch nur 5 Nahrung, ne? Also Speck mit Eiern ist wesentlich geiler als gegrilltes Fleisch. Müssen wir uns mal vormerken. Ach ja, ich bin ja hier. Oh, da muss ich ja einmal rechts außen rum. Muss ich da ja einmal hier um die ganze Kacksee herumfahren. Oh. kommen wir noch nach Hause? Was willst du bauen überhaupt? Geländer. Für wo? Für hier draußen. Ich fahre hier immer fast runter. Okay. Weißt du nicht wo, ne? Da auf den Stäben? Was für ein Stäben? Da, wo der Mais ist? Nein. Auf der anderen Seite vom Haus? Ja. Und was willst du da? Ein Geländer immer noch dran bauen, damit... Nein, dass du da immer fast runterfällst. Also was machst du da? Da haben wir doch gar nichts. Ich gehe immer gucken, wenn wir draußen... Ja klar, wenn die Zombies und so kommen, dass man da schon mal schießen kann oder so. Dafür haben wir doch oben den Käfig. Sonst kommt... Ja, ich will aber nicht ständig deine... Mann, wenn ab und zu mal abends einer kommt... Ach so, ich dachte, du meinst es beim Blutmond, weil dann laufen die ja nicht mehr auf die Treppe. Nein, so ab und an oder wenn mal ein Tier kommt oder so draußen. Patrick, ey. Da kommt jetzt links vom See ein Bär. Ja, schön. Der heißt Patrick oder was? Ja. Wo kommt der Wald hinterm Haus her? Blöd, ey. Hä? Blöd. Er hupt da erstmal.
So. Muss ich erstmal einsortieren und dann muss ich hier nochmal den Mais abbauen und die Pilze. Oh, lecker, lecker. Wenn ich nicht so fett wäre. So, ich weiß gar nicht, wo haben wir denn. Das haben wir da, das haben wir da, das haben wir da. So, Transformer-Teile. Packen wir da auch einmal so rein. So. Das noch loswerden. Habe ich mir gedacht. Das geht so nicht. Ja, wieso geht denn das jetzt hier nicht ran? Wieso geht denn das hier nicht rin? Schlecht gebaut. Was denn, Jasmin? Die Ecke da. Ach so, weil du den Block hier hast, dann musst du eine Ecke machen. Eine Ecke musst du extra machen. Da gibst ja, du eine Rahmenform weiß, für. Ja, hab ich schon eine gemacht. Ich aber, weiß das. Aber die Ecke hast du nicht gemacht. Da hast du stumpf gegengesetzt. Ach, das sieht doch doof aus. Patrick. Weiß nicht, ob ich so noch leben kann. Dosenfraß. Habe ich aber das hier gefunden. Geht ja auch nur darum, dass ich hier nicht runterfalle mal. Mal einen Schluck trübes Wasser trinken. Oh, ich hätte doch gleich die Gläser voll machen können. Toll, Jasmin, das ist alles deine Schuld. Aber es sieht doch nicht so doof aus. So, egal mit der Ecke da. Oder? Dann haben wir noch diese Hiese. Warte mal, ich muss ja die erstmal. Ich hab schon wieder Hunger. So, Kaffeebohnen, Klebeband. Klebeband haben wir hier gehabt. So. Jetzt habe ich das. Vielleicht habe ich euch mal das mit zu den Transformers-Teilen packen eigentlich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das eine Mod. Kann man die stacken? Nee. Dann habe ich noch die Pistole und das habe ich ja auch noch. Waffen und Munition. Warte mal, die Pistole hat Kampfschaden 32. Der hat mehr. Wir brauchen vielleicht noch eine weitere Munitionskiste. Okay, Fragezeichen. Also für Waffen und Munition separat oder so? Ich weiß nicht. Ich sag mal noch Kaffeebohnen. Nee, Kaffeepulver, Zutaten, Speisen. So, leere Gläser. Alle raus. So. Das packen wir dahin. Durstlöscher. So. Ach, der Mais war im Anbau. Ja, das war jetzt sehr dumm. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Yep. Ähm,
Dann muss ich nochmal zweimal Mais-Samen machen. Um meinen Fehler auszugleichen. So. Und jetzt brauchen wir noch Pilzsporen. Haben wir hier. Und jetzt brauchen wir noch Lehm. Lehm brauche ich auch, um das Dings zu machen, ne? So, dann haben wir hier Zutaten, Speisen. Den Lehm zurück. Und jetzt könnten wir rein theoretisch Wasser holen und wären glücklich. So, das sind jetzt 1, 2, 3 mal Pilze. 8 mal Mais. Dann können wir das nach und nach kochen. Wo haben wir denn... Sand ist auch noch drin. Ach, ich habe gar keinen Brennstoff. Jasmin, was habe ich getan? Ich weiß nicht. So, ich 50. 3 Minuten 40. So. Ja. Das geht ja eigentlich zügig. Dann könnten wir noch mal ein bisschen was einschmelzen. Eisen. Ach, die kann auch nur essen, ey, essen. Die schon mal mit. Wir sind bei 43. Ich hole jetzt nur noch einmal trübes Wasser. Ich laufe jetzt hier ständig in meine eigene Sackgasse. Ja. Siehst du? Komm hier nicht mehr raus. Ach, ich müll... Ich müsste das Fahrrad ja eigentlich auch noch ausleeren. Ah, da war ja was. Aber erstmal holen wir jetzt Wasser, ne? Ich hab schon wieder Hunger. Ah, ich auch ständig, ey. In einer Schnur. Du brauchst unbedingt so eine Trinkmod, wie ich sie habe. Können wir die herstellen? Diese Trinkmod. Ach so. Was meinst du? Ja, Wasserreinigungsmod. Wasserreinigungsmod. Dafür brauchen wir... Bauplan. Da müssen wir einen Bauplan für finden. Schade. Du kommst da gelaufen. Ah. Keine Ausdauer, der Jude. Ich bin schon wieder aus der Puste. Hm.
Könnt ja hier auch aufwerten, aber wir haben nicht genug Pflasterstein, ne? Das war komisch, ich habe ein bisschen was gesammelt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, gut, für ein bisschen reicht das so oder so denn, ne? Das können wir zerlegen. Das ist das, das ist das, das ist das. Okay, gut. Das heißt, wir müssen einmal hier rein. Dann einmal da. Eine Mod. Waffen machen, schießen aus der Hüfte, weil die Waffe im Nahkampf umgänglicher wird. Verändern. Was haben wir denn noch hier für Waffenmods? Irgendwas Praktisches für mich dabei? Handgriff? Boah, immer rein damit, ne? So. Glücklich. So, Nadelfaden haben wir hier. Dann haben wir den noch. Der kommt da oben noch mit hin. Dann haben wir die 15 noch. Und ein bisschen Nahrung. Und eine andere Glücksbrille für dich. So. Und der da rein. Dosenfraß. So, und Zutaten, ne? Das ist ja ein bisschen blöde jetzt hier. Das ist ja ein bisschen kacke. Um es mal auf gut Griechisch zu sagen. Wir haben auch nicht mehr so viel Essen. Oh, das nervt. Ich koche gleich mal ein bisschen Mais oder was. Das passt ja dann wieder nicht hier. Nein. Da sind meine Gläser. Für gekochten Mais. Brauchen wir diesen Scheiß. So, dann würde ich die einmal hier alle abkochen. Auch wenn ich das nicht nötig habe, aber ich bin ja ein Teamplayer. Warte mal. 4 Minuten 30. So. Du. Fressalien. Gut, ich könnte jetzt noch mal Wasser holen, 34. Da wieder nicht hin, oder was? Was ist denn das für eine Scheißkonstruktion hier? Also trinken haben wir gut, daran mangelt es uns nicht, ne? Ist nur das, nur die Nahrung, die uns noch schwer, das Leben schwer macht. So, aber wir sind jetzt schon wieder bei 49 Minuten, Jasmin. Ja. Wir müssen jetzt wirklich aufhören. Ja, dann mach doch. Auch wenn es traurig ist und uns alle erschüttert, weil das war für heute und Jasmin die letzte Runde. Hey, wieso geht denn das hier nicht? Wir hätten den Scheiß gebraucht. Eine Schweigeminute für die Pause von 7 Days to Die. Mich hat schon ewig nicht mehr ein Spiel so gefesselt. So. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr wart ein bisschen unterhalten. Seid nicht so enttäuscht von der Militärstation. Manchmal ist der Loot halt echt kacke aufgeteilt auf der Map und unfair. Und
Die Entwickler sind schuld, dass das alles so kacke aufgeteilt ist und unfair, aber nimm's sie nicht übel. Bist du gesperrt, haha. Ne? Also seid da nicht traurig drüber und nicht zu sehr enttäuscht. Manchmal ist es halt so, ne? Da müssen wir es einfach hinnehmen. Ja, sagt der, der gleich heult. Ich heul überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht darüber reden. 10 Minuten 30. So. Schaltet wieder ein. Wir sind morgen wieder dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao.